Moin, moin. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem kleinen Podcast. Kleinen Podcast. Mit dabei. Warte, geh mal direkt neben mir. In die Cam. Direkt neben mir ist der liebe Jan. Was moin geht Freunde, ab? Ey. Ey. Also, oh auch an meiner Stelle, Freunde, erstmal kurz. So, und damit herzlich willkommen. Ey, was ist denn der Cam los eigentlich? Keine Ahnung, 20 FPS, 10 FPS, aber. Ey, was ist denn der Cam, Digga? Keine Ahnung. Jo, egal. Willkommen zu. Ey, mach mal Dings, muss ein Podcast machen. Willkommen zum Deppert & Comedy Podcast zusammen mit diesmal nicht Jonas und Jan. Jonas konnte gerade nicht, aber ich bin gerade zu Besuch bei fucking Netox, Digga. Okay. Und ich bin für dieses super. Fucking weirdes Setup, Digga. Digga. Nein! Red. Die scheiß Mikro, Alter. Jetzt, sir. Hallo? Es ist trotzdem nicht. Hä? Ah, jetzt. Ah, Digga, ich hasse dieses Mikro, ne? Hey, geht es jetzt, oder? Ja, es geht. Ah, es geht nicht. Es ist immer, wenn wir anfangen zu. Was? Sollen wir über das Sword Procaster nehmen? Da müssen wir nicht Mischpult jetzt. Ah, jetzt geht's. Okay. Wir fassen den Tisch einfach nicht mehr an. Warte. Ja. Nein, fass das Mikro nicht mehr an. Es geht doch. Okay. So. Bester Anfang, jetzt müssen wir von vorne machen. Oh Mann. Leise sein Vater. Oh mein Gott. Ja, echt? Man soll, muss auch nicht. Okay. Voll Osche. Perfekt. Okay. G3. Warte. Du musst jetzt nicht die ganze Zeit klatschen, einfach. Ich synchronisiere. Ich weiß, du synchronisierst. Du hast dich schon 20 Mal synchronisiert. Ich hab Mike mal vorher aus. Ist Mike so. Ah, scheiße, der okay, 3, 2, 1. Willkommen zum Deppert & Comedy Podcast. Nicht zusammen mit Jonas und Jan, sondern heute mit Jan und Nevio. Ich bin heute zu Besuch bei fucking Netox. Moin. Moin. Was geht? An die Zuschauer, die das gerade auf YouTube anschauen oder gerade jetzt auf Twitch anschauen, ich finde für dieses weirde Setup, das ist das einzige USB-Mikro, was wir haben. Und es kann sonst währenddessen dann unser Ton abkackt, denn es ist ein fucking Wackelkontakt-Ding. Also ganz, ganz vorsichtig. Beginnen wir mal. Was wollten wir heute planen? Was wir seit 3 Stunden versucht haben zu planen. Ja, und es einfach nicht geklappt hat, weil alles am Arsch ging. Digga, wir haben uns so Mühe gegeben. Wir haben. Man kann es in meiner Insta-Story auch sehen. Scroll mal eine neueste Nachricht mal runter. Man kann es mal in der Insta-Story auch sehen, wir haben fucking die Wände mit Greenscreen gemacht, ne? Ey, das war insane. Wir haben VR-Technik aufgebaut, Kameratechnik, Lichttechnik, alles. Wir haben 2 Laptops gehabt zum Streamen und zum. Also ich lasse mal kurz Folgendes. Also wir haben vor ein paar, war es Monaten oder was eine Woche, haben es geplant? Dass wir kommen? Ja, Woche, paar Wochen. Ach komm, mit random, Digga. Haben wir dann geplant, dass wir kommen, ne? Und habe ich jetzt meine Favorite bekommen, meint ja. Digga, trink halt Wasser. Und dann meint die anderen halt so, hey, lass mal mit Fairbrother streamen. Dann dachten wir so, okay, let's go. Bauen gerade alles auf. Wir haben, also, wir sind jetzt gerade arschlebewerft gefühlt, aber die haben ein richtig cooles Setup hier. Ich finde es richtig geil. Und übrigens, an YouTube-Zuschauer, wir haben eine viel bessere Kamera. Also, hinten ist mein iPhone. Da nehmen wir gerade alles auf. Wir sind immer noch in Baden-Württemberg. Und auf jeden Fall haben wir das komplette Wohnzimmer, eine komplette Ecke mit Greenscreen ausgehängt. Wir haben 2 Laptops genommen, einmal zum Aufnehmen, einmal fürs Zocken, also für VR-Technik. Wir haben überall irgendwelche Sachen hinplatziert, hingebaut und es hat nichts geklappt. Also mal Laptop-Trash. Ey, wir können nichts, ich habe auch keine Ahnung, warum das Ding so gut ist, ne? Ja. Aber im Video ist es dann viel besser. Auf jeden Fall, Da nochmal für meinen Blog, den ich mache. Wir nehmen gerade Podcast aus. Podcast. Perfekt, ja. Richtig, Digga. Alles klar. Oh, hier ist eine Motto I. Das ist eine Schnake. Der killt die so einfach, Digga, als. What the fuck? Wird nicht mal anfassen, Pa. Edox, wer ist das neben dir? Moin, Digga, das ist Doni, Junge. The Legend, der 24-Stunden-Zero-Marathon-Legend, Alter. Ey, pass auf wegen der Maus, ne? Ist gut, ich. Wegen dem Tisch. Brüder Tisch, gut, wir gehen mal kurz. Also ganz kurz nochmal, also wir haben halt da Sachen aufgebaut, dann ging mal die Kamera nicht, also wir wollten anfangen alles mit der Kamera aufnehmen. Dann hat er aber das Kabel vergessen von der Kamera. Dann wollten wir mit dem Handy aufnehmen, dann
hat das Handy so richtig starke Latenzprobleme gehabt. Dann ging das Mic nicht. Dann ging das Linkkabel nicht. Dann hat es mit anderen Sachen verbunden. Dann ging unser Licht aus. Ach, Digga. Also im Vlog, wir werden es im Vlog mal zeigen. Wir haben eine so eine krasse Ecke aufgebaut, Digga. Es sah aus, als würden wir einen fucking Film drehen. Aber nicht so geklappt, Digga. Es ist insane. Es ist richtig sad, Digga. Deswegen. Ach, eine Soundqualität. Ist sie wirklich. Ist sie scheiße oder ist sie gut? Warte, ich will das mal. Nee, warte, ich schau kurz. Ich schau kurz. Ja, Digga. Wild. Ist das falsche Mikro verbunden? Dein Ernst? Ach, Digga, ich könnte kotzen. Deswegen war es so leise. Ah, shit. Nein! Okay. Nein. Egal, Leute. Jetzt. Warum sagt es niemand? Jetzt ist gute Soundqualität. Jetzt ist sorry. Das sagt tut. Niemand. Oh, sollen wir von anfangen? Nee, eigentlich nicht. Nein, ist egal. Passt schon. Passt. Geil, Digga. Also nochmal willkommen zum Depperten Comedy Podcast. Zum dritten Mal. Danke, Laura. Ach du Scheiße. Digga, also. Oh, ich sag ja, heute klappt nicht so die Technik, ne? Nee. Absolut nichts. Nee. Oh, Junge. Digga. Also, warte mal. Hab ich gesagt? Hast du gesagt? Aber leise sein Vater. Man hört nicht. Ton weg. Nein. Halt Laptop. Bro, du hast. Digga. Ach, die da. Oh. Hä? Ja, mein Bro. Warte. So, wir nehmen jetzt gerade einen Podcast auf. Richtig weird, Digga. Ja. Ich hab so mein Handy und Dings. Und wir streamen jetzt seit 11 Minuten und haben einen Bewerbs mit einem falschen Mic-Stream. Geil. Österreich pumps Italien gerade. Perfekt, Digga. Digga, warte, das will ich, ist wirklich? Wirklich? Pumps Österreich Italien gerade? Junge, als ob du ins Fußball wäre, das schaust. Österreich pumps Italien gar nicht, also. 0-0. Ey, pass auf den Mic. Muss er echt aufpassen, Digga. Ach, Digga. Oh, Junge, 0-0. Perfekt, ja. Also, ja, auf jeden Fall, die Technik klappt gar nicht, Digga, so will talk. Gut, wir gehen mal ein paar Fragen durch. Ja, wir haben gesagt, Fragen stellen. Ja, also stell mal, egal, es ist immer neue Fragen stellen. Nee, wir haben ja hier, ich hab's mal ein paar gesehen. Seid ihr Bayern oder Schwaben? Ich bin Berlin. Ja. Aber im Herzen bin ich natürlich Schwabe, also. Wir können Berliner bei uns eine Bäckerei kaufen. Hahaha. Ha, ha. Ich bin so deppert, Junge. Das habe ich nicht verstanden. Ja, aber wir haben ihn bei uns, bei euch nennt man die Karpfen. Bei uns heißen die Berliner. Ich nenne die auch Berliner. Ja, deswegen sagt die du, geilen, mit Marmelade gefüllten Dinger, die nenne ich Berliner. Gut. Ja. Warum hast du den Namen, warum hast du deine Namensfarbe nicht eingestellt? Das ist ein Bug, das wird manchmal nicht angezeigt, habe ich. Was? Stell mal, Leute, stell mal von mir Fragen rein da. In welchem Bundesland seid ihr? Wir sind Baden-Württemberg. Sag mal. Warte, schau dann oben drauf. Warte. Scheiße, ich stimme Fußball. Bin mal erstmal kurz weg. Warte, was ist denn da oben drauf? Schon da oben drauf. Ja, wo? Warte, was kommt hoch? Donny, wann nimmst du eigentlich das 24-Stunden-Marathon-Patent? Perfekt, Digga. Digga. Oh, Junge, geil. Warte. Gib mir die Maus mal hin. Nee, ist meine Maus. Ja, komm, warte mal. Ich hab mal ein paar Fragen. Ja, der Ehre, was für Krapfen. Ja, die heißen bei uns Berliner. Was für Krapfen und Krapfen? Ah, das, ja, die heißt Berliner. Berliner. Junge. Die Frage jo. An alle. Eis-Zitrone. Eis-Zitrone. Ich glaube, wir müssen den Podcast kurz beenden. Achso, nein, ich dachte, du bist Eis die Pfirsich. Zitrone, ne? Gut. Eigentlich nicht, aber sagen wir es ihm nicht. Ja, gut. Wie geht's euch? Mir geht's wunderbar. Ich meine. Abgesehen davon, ey Leute, ihr hättet ihn gesehen, Digga. Der hatte vorhin einen Mental Breakdown. Also ich zwar nicht, weil ich war so, hey, wir können mal draußen was machen. Aber Digga, der war so, ey, ihr müsst wissen, okay? Nutella. Stopp, ohne Butter. Stopp. Ja? Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. So, hä? Machen wir weiter. Machst du mit? Digga, weißt du, es ist mir eigentlich egal. Aber ich finde, Fett ist ein guter Geschmacksträger. Und es interventionisiert den Geschmack. Deswegen. Also ich bin meiner Neophobie, kann eigentlich gar nicht reden. Ich trinke Eis-Zitrone, weil ich kein Eis-Pfirsich mag. Warum steht hinter euch ein Gewächshaus? Ist unsere Weed-Plantage. Wir bauen Hanf an. Das ist gerade nicht passiert. So ein dummer Gedanke, Digga. Junge, was können wir? Digga, ich dachte gerade, da wären Among Us-Männchen. Egal. Was? Wie viel kostet? Ein 2 Gramm Kappa. Ne, auf jeden Fall. Wie viel kostet 1 Gramm Weed?
Als ob es die Siri beantwortet. Ich glaube schon. Bier. Digga, sie hat Bier verstanden. Ach, Schmutz. Also, nee, wird Ferien, ich erst in einem Monat, Digga. Ja. Ja, auf jeden Fall hat man die Technik da aufgebaut. Der war dann richtig piss, dass es dann gar nicht geklappt hat. Ich habe dann irgendwie noch versucht, den Podcast hier alles einzurichten, das heißt Stream, alles um dran, während der Dulli einfach da meine VR-Brille draußen leer gezockt hat. Aber voll geil, VR-Brille, oder? Ohne Kabel, ja. So kannst du auf dem Garten einfach VR-Brille. Digga, schicken. Es ist einfach, Junge, ich habe meinen halben Garten benutzt, es ist übel gut. Es ist. Ja. Alles gut. Ich muss gerade echt, ich glaube, ich muss niesen. Gesundheit. Nein, so geht's nicht. Wollen wir ein bisschen Hintergrundmusik anmachen? Nee, Digga. Warum? Im Podcast nicht. Ey. Oh, das wird schon langsam dunkel, ne? Ist 22 Uhr, ist gerade. Digga, wir haben ein Licht. Wir wollten heute eigentlich um 19 Uhr halt streamen, ne? Das ist. Oh, Digga, das ist so abfuck. Oh. So. Hauptsache. Ey, ich krieg da Copyright darauf wahrscheinlich, Digga. Was soll ich fragen, ja, Digga? Wir hatten einen längeren Frag für einen Freund. Schere, schon Papier? Digga! Ja! Hey, fuck. Ich. Okay. Bestes Lied, ja. Ist der Bayer-Strip, ist einfach lit. Ach, geil, lit. Digga. Geil. Also nicht so viel, wir haben gerade Schere, Papier gespielt. Der hat gewonnen, Stein, Schere. Ja, oh, ich hab den längeren, ja. Ja, eine Frage. Wie haben wir uns kennengelernt? Das würde ich mal gerne auf jemanden wissen. Also ich weiß nicht selber, aber erzähl es mal für die Zuschauer. Erste Frage, was ist euer Kuh? Ich glaube, dein war 55? Also ich bin mir nicht mehr sicher, aber... Also das war im Stream, muss ich sagen. Aber trotzdem. Ich habe meinen richtigen Kuh-Test mal gemacht und das war 110 oder sowas. Und das trotz, obwohl ich mich nicht konzentrieren konnte. Das war ein normaler Kuh-Test, nicht für ADHSler. Bro, ich auch. Aber ich bin Mathematik teilhochbegabt, Digga. Ich bin Mathematik, hab ich den 4, Digga. Gut, Neva, 2 cm Doni. Ach, Digga. Scheiße, gelegt. Oh mein Gott. Erzähl mal, wir haben uns kennengelernt. Also erzähl mal so deine Story so. Also wie, keine Ahnung. Ich war hier. Es ach, war, hier, genau hier. Nein, ich saß da drin auf meiner Couch. Ach so, lol. Es war 1 Uhr nachts. Ah, stimmt. Ey, Leute, ich hab heute einfach den Keller gesehen, wo Nevio, ja. Sein Ding aufgenommen hat. Ich dachte, es ist ein fetter Raum, ne? Das ist einfach so eine kleine Kammer. Ja. Ist insane. Cool, sorry, Bro. Cool, sorry, Bro. Ja, Digga, wir machen jetzt weiter. 1 Uhr nachts. Ich hab geschlafen. Dann hat er mich angerufen, oder? Nein. Ja, wahrscheinlich. Nein. Ja. Ich bin ein bisschen durch die Weiten von YouTube geswiped. Und dann wurde mir ein Video von. Aber komplett random, ne? Komplett random. Komplett random wurde mir ein Video von CO Live vorgeschlagen. Ich habe noch nie CO oder CO Live auf dem Account geschaut. Mir wurde das Video vorgeschlagen. Aber du kannst ihn davor schon, oder? Ja, ich kannte ihn, aber ich habe ihn nicht geguckt. Aber auf dem kannst du es nicht, ne? Ich habe mit meiner Schwester damals vielleicht mal geguckt, aber sonst auch nicht. Ah, nö. Und das war das Video, wo CO auf ihn reagiert hat. Auf diesen Cake. Und dann dachte ich mir, nachdem ich das Video gesehen habe. Um 1 Uhr morgens. So, warte, ich dachte mir so. Bro, Fame, ja, ich mach das auch. Also. Nein. Ich hab aber da echt Film für die Hu gemacht, oder? Ich meine, ich hab da an dem Tag, an dem Video online kam, mit direkt ja Among Us gestreamt und sowas. Hallo Ronja. Und was geht's? War das gerade TTS? Ja, es war gerade TTS. Loi. Warte, ich mach mal ein bisschen lauter, damit man TTS versteht. Ah, ich hab keine gute Idee. I don't know, egal. Warte, du bekommst deine Punkte wieder. Alles gut, du bekommst die Punkte wieder. Du kannst von mir das gleich nochmal machen. warte, geht's, wenn ich jetzt so mache? Okay. Alter, Leute, sorry für die Windows-Sounds. Geil. Ja, auf jeden Fall. Was machst du jetzt? Da ist der Hundi. Hallo, Hundi. Warte kurz. Ich will ihm kurz seine Punkte wiedergeben dann. Hi, Schnucki! Sieht man sie? Ja, man sieht sie! Ja! Ja, komm! Undi! Hey, kommt die jetzt hoch, oder was? Doch, okay. Hundi, ah! Kann man den Hundi hochtun? Aber der Hundi ist, glaube ich, so schwer, ne? Ich habe keinen Bock, ihn hochzutragen. Wie geht's euch? Mir geht's prima. Nachdem die Streamtechnik aufgefallen ist. Warte mal kurz. Geht's mir prima. Der ist süß, ja. Mach mal kurz. Warte. Mach mal kurz weg. Hundi, hallo. Nee, er ist weg. Der mach ist wieder weg. Hoch. Scammer. Warum ist da unten ein Scammer? I don't know. Ja, scheiß auf die Punkte. Digga, nein, ich bin... Ja, die Junge. Auf jeden Fall,
Das war insane weird. Wir machen das doppelt. Nimmt es noch auf? Gut, perfekt. Gut. Ablehnen. Nee, auf jeden Fall. So, du kannst nochmal machen, dann wird's gehen. Hab ich dann, warte, war es noch am selben Tag oder am nächsten Tag? Ja. Wird es heute regnen? Ich glaube nicht, aber trotzdem. Egal. Mir geht's euch gut. Auf jeden Fall, ich glaube am selben Tag habe ich noch einen Kommentar bekommen von wegen so, ey, yo, ich will's auch machen. Wie hast du es gemacht? Ich denke mir dann so, okay. Cool, ihr müsst aufräumen. Ja, Digga. Ich denke mir so, okay, irgendein Weird-Champ fragt mich random, wie, ich dachte, ich bin der Einzige. Was geht, Spotify? Seid ihr bereit für coole Stories? Nein, ich auch nicht. Spotify. Übrigens, Leute, ihr könnt den Podcast auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, aber was weiß ich, überall erfahren haben. Wirklich? Ja, auf Spotify gibt's auch. Erstmal abchecken. Also geh mal rein, folgen bei Apple Podcast, vor allem auch bitte eine Rezension da lassen. Mein Vater hat mir gerade gesagt, dass es einfach nur doofes Gelaber ist, aber... Schaut dazu? Ich glaube, hat er gerade. Aber jetzt nicht mehr. Ei, ei, ei. Deppert. Nicht Deppert, Dappert. Deppert mit A. Deppert. Auf jeden Fall, Deppert, hört sich Französisch an. Deppert, nicht Deppert. Oh, nicht Englisch. Ach, Digga. Deppert. Also, anyways. Ja, ich tippe meinen. Das doofe Gelaber, der neue Podcast von Donien, nee. Oh. Auf jeden Fall schreibe ich ihm dann Typen dann zurück, ja, keine Ahnung, mach halt das. Und ich weiß. Digga! Das ist unsere erste Folge, ne? Das ist unsere erste Folge. Okay, come on, let's go. Welcome. Ach, cringe, alles klar. Das ist ein sehr inhaltsvoller Stream. Okay, ach, Schmutz. Mach die Sounds aus. Och man, bitte keine Bitspenden, nicht reinsubben und kein Geld spenden, weil wir haben die Alerts nicht. Drin. Aber kannst du nicht kurz mal reinschauen, was passiert ist? Jo hat ein paar Bits da gelassen, nämlich 5 Bits. Voila, Ehrenmann. Kurz hier raus. Digga, cool sein, Bro. Oh Junge, ich muss ey niesen, alles, Digga. Gesundheit. Oh, meine. Schau mal, Ronny hat dir Gesundheit gewünscht. Danke. Gönn dir. Also, ich erzähl mal für dich weiter. Voll, Allergie ist nicht geil. Und dann habe ich meine Mutter gefragt am nächsten Morgen, hey, kann ich das machen? Hab das abgeklärt. Jetzt halt wirklich am nächsten Tag habe ich direkt gemacht, ich fand es so weird. Nein, ich hab's nicht am nächsten Tag gemacht, ich habe gefragt am nächsten Tag. Ah, ja. Weil ich hab die Woche. Oh, da kam Rotze mit raus. Digga, die schreiben dir nur noch Gesundheit. Digga. Also, ja, mein Taschentuch tot, ja, er stirbt einfach. Ist okay? Passt, ist ich bin komplett rot, Digga. Ja, ist, ja. Der niest sich tot, ja. Warte mal, ich mach mal ins Licht ein bisschen weniger. Der Kontrast. Wo muss ich drücken? Beim Pfeiltaste. So? Du machst die Wärme, du musst nochmal auf. Oh, ich lass mich kurz machen. Oh. Digga, so ist übel angenehm. Ja, okay. Und auf jeden Fall, So. Oh, Digga. Neues Trinkspiel, wenn wir drin diesen Shot machen, perfekt, ja. Ich geh jetzt mit ihm in die Hose packen. Digga, okay, ich erzähl's mal weiter. Auf jeden Fall, Ich. Hat er dann geschrieben? Schmutz. Also, ich habe meine Mutter gefragt, habe ich alles geplant. Und erstmal Müsli essen gehen. und dann habe ich unter sein Video geschrieben, ey, ich mach sowas auch. Kannst du mal vorbeischauen? Dann habe ich seinen Stream, weil der ging ja 24 Stunden, ne? Ich habe seinen Stream einmal um 3 Uhr nachts angeschaut. Ich habe seinen Stream vor der Schule angeschaut und mitten in der Schule noch immer angeschaut. Dein Stream, Digga. Das ist so weird. Digga, als er reingefordert hat, Digga, ich hab mich so gefreut, ne? Ja, ich bin ja. Warum bist warte, du. Warte kurz. Hör schon. Warum schaust du? Nein. Was versuchst du? Warte, ich. Bitte. Fußball? Warte.
Das lassen wir links unten klein laufen. Wenn sie auf Mute, wenn du willst. Ja, okay, auf jeden Fall auf Mute, Digga. Digga, der macht jetzt Fußball an. Der macht jetzt Fußball, Leute. Dann machen wir das. Ich bin für Österreich, ganz klar. So. Machen wir das so, dann... Darf man das streamen? Wenn nicht, dann gibt's einen Strike, Digga. Öffentlich-rechtliche, Bro. Nee, Digga, mach's nicht, Digga. Öffentlich-rechtliche. Hat Trimix auch gemacht. Der ist größer, hat auch vielleicht eine Lizenz oder so, ist keine Ahnung. Ich hab eine Idee, was ich mach. Ja, Digga. Okay, das war jetzt nicht wirklich zielführend. Junge. Aber so spiegeln? Mach einfach so, Digga. Oh, ja. Warte, mach doch direkt. Mach's mehr rein. Also zoom mehr rein. Ach so, ja. Ey, du bist doch deppert. Leute, also an die Spotify. Nein, mach direkt einfach so. Schneid es direkt da rein. Hä, so? Nein, schneid es bis zu dem Ding einfach raus. Nur einen Balken haben. Nein, so ist gut. Nee, ist voll irritierend. Der ist überhaupt nicht irritierend. Nee, Junge. Ja, lass doch jetzt, Mann. Ich will auch noch ein bisschen was vom Spiel sehen. Diese 5 Pixel. Hör doch nichts auf. Chat, ist ganz besser. Nein. Doch. Chat, was ist besser? Jetzt hast du das UEFA-Zeichen weggemacht. Geh weg. Jetzt weg. Chill, so. Nein. Und jetzt? Warte mal. Oh nein, du hast das Ding so verschoben. Ach, die Cam. Ey, Junge, ist so ein chaotischer Stream heute. Ja, ist mir egal. Ich will es ein bisschen noch chillen. Junge. Das UEFA-Zeichen muss da sein. Ja, okay, dann lass es wenigstens so. Warte. Och man, Junge. Ja. Hauptsache, diese 3 Balken am Spiel muss doch mitfilmen, Alter. Ja. Ey, Digga, du bist so weird, Junge. So. Ah, Digga. Also, wenn du als Spotify-Hörer, und auch die ganz anderen Hörer, der hat jetzt einfach jetzt diese Anzeige einfach in den Stream reingepackt vom Fußball. Die Spotify-Hörer, nee, stell mal da ein, nee, lass es dir doch warten, ja. Nee, sonst gibt's ein Streit. Du bist so dumm. Junge, warum machst du einfach die Fußball-Anzeige da rein? Warum ist es gut? Könnte es sein, dass die Kamera minimal lädt? Also ja, ich weiß nicht, aber. Ich kann nichts dafür, Digga. Egal. Na, Junge. Oh, wir werden auf jeden Fall morgen auch noch ein paar Challenges machen. Der hat da hinten so einen Bach. Also wir machen so einen Challenge, wenn der Verlierer einfach nur da reinspringen muss. Das wäre richtig cool. Aber ich glaube, ich hätte auch so Bock, einfach da reinzuspringen. Weil wenn ich Epocam anmache, dann ist es verzögert, oder? Ja, scheiße. Ja, ist genau verzögert. Also. Nee, auf jeden Fall, was wollte ich gerade nochmal reden? Ich bin gerade zu dumm. auf jeden Fall hat er das dann gemacht. Da kam auch Zio auf jeden Fall auch noch rein, was richtig sad war. Bei mir kam er nicht rein. Oh. Aber im Nachhinein hat Zio gesagt, ich hätte ihn eigentlich raiden sollen. Ja, es ist doof gelaufen. Super, danke. Das waren 200 Zuschauer, ne? Ja. Nee, bei mir war es halt so, ich habe am Anfang, glaube ich, so einen Raid von 70 Zuschauern gehabt. Aber es war es auch. Ich bin mal kurz weg, bin gleich wieder da. Unterhalt meine Zuschauer und deine Zuschauer. Digga. Und auf jeden Fall, bei ihm war es halt dann so, da kam halt Zio kurz rein. Wir haben auch, also es lag wirklich, also meistens auch wirklich auch an uns. Also da hab nicht nur ich damit geholfen, dann Zio reingeschrieben, hey, dann macht jemand weiteren 24 Stunden Zio-Marathon. Der hat auch, er selber auch mitgemacht zum Beispiel. Also, nee. Die Mods von Nevio und haben auch, glaube ich, Leute auf Geld gespendet, damit Zio das sieht, auch richtig insane. Und dann kam das, dann wurde gradet. Ne, nicht gradet, also dann hat es dann gesehen, genau. Ja, dann hat er gesagt, ich sehe dich, das ist richtig weird, Digga. ich habe doch nicht 24 Stunden Stream länger angeschaut. Wie jeder andere, glaube ich, habe 18 Stunden geschaut. Ach du Kacke, 18 Stunden, ne? Stimmt, ey, wirklich Chaos, Mann, du bist so weird, Digga, du bist so verrückt, Alter. Wie kann man 18 Stunden einfach freiwillig dabei sein und meine Fresse anschauen? Oh, Junge. Nee, auf jeden Fall hat er halt dann das Video gemacht. Das war ja auch so, dass mein Video, also meine Reaction, also seine Reaction auf meine Reaction, I don't know,
recht früh kam. Ey Leute, sorry, dass die Cam so laggt. Ich hab keine Ahnung, woran es liegt. Auf jeden Fall kam dann recht früh halt, ich glaube eine Woche später. Oder zwei Wochen später. Auf jeden Fall halt, naja, später. Und ich habe halt recht gut ausgenutzt. Ich habe halt so einen Among Us-Stream gemacht. Damals war ja noch Among Us dann noch vor dem Hype so. Hab mit allen Among Us gespielt. Also deswegen habe ich jetzt auch noch so diese Reichweite da noch mitbekommen. Und bei Nevio war das ja so, ich glaube fast einen Monat später kommt immer noch kein Video. Und ich habe noch C oder am Anfang, glaube nach einer Woche oder nach zwei Wochen geschrieben. hey, wann kommt das Video? Und dann meinte er so, ja, okay, ich frage meine Schwester, weil den Kanal von CO Live schneidet tatsächlich seine Schwester. Und dann schreibt er mir halt, ich frage sie meine Schwester. Und nachdem ich es schon vergessen habe, ich glaube drei Wochen später, ich finde das so krass, ne, hat er sich trotzdem noch erinnert und dann drei Wochen später, obwohl ich schon das komplett vergessen habe, geschrieben, yo, das Video kommt heute. Und dann haben wir dann gemeinsam einen Stream gemacht. Jetzt bräuchte ich, glaube ich, Nevio, weil ich muss wissen jetzt, ich bin sogar auch sehen, ey, ich find diesen Garten so cool. Ihr sagt jetzt weg, Fußball gucken. Ey, dieser Garten ist so cool, ne? Der ist so groß, Leute. Der ist so groß, ich kann ja kann auch im Gold rumlaufen. Ey, ist echt insane. Ich muss ganz kurz mal schauen, ob es wieder noch läuft. Was? Nevio, kommst du? Leute, ich warte kurz, hol Nevio kurz. Holst du jetzt Müsli? Okay. Leute, ihr werdet gleich lachen, was Nevio gleich macht. Alter, er will Fußball schauen. kann man in Sommerferien mal zu mir? Da hatte ich einfach ein halbes Bier. Du bist 12 oder sowas. Was für Bier? Oh Mann, ist es im Hintergrund dein Haus? Nein. Ich bin ja bei Nevio hier zu Besuch hier. Kommst du jetzt? Oh Mann, was war meine Oma im Imbiss? Oh, ey, voll geil. Ey, what the fuck, ist ja richtig geil. Oh Junge, das ist richtig cool hier. Ich muss schon sagen. Komm. Digga, Mann. Auf jeden Fall, Boah, ey Leute, sorry, das ist gerade ein bisschen weird. Geht in einen Biergarten? Lol. Ey, eine Frage, wer von euch mal Kauchschnitzel im Biergarten? So irgendwie so die besten, ne? Ey, das ist ganz so peinlich, Junge, ich war da für ihn. Ach Leute, da kommt der Champion. Mit Müsli. Digga, frisst einfach Müsli jetzt im Podcast. Warum nicht? Okay, ich bin Fußballkock. Also wir sind gerade stehen geblieben bei, Zio hat mir geschrieben, dass das Video rauskommt und dann haben wir gemeinsam drauf reagiert. Wie war das eigentlich? Also, habe ich auf Discord einfach angeschrieben oder wie war Insta das? Hast du mir angeschrieben. Aber hatten wir da schon einen besseren Kontakt oder war es? Ja. Oh Junge. Auf jeden Fall, Ja, Dings, nee, da gab es keine anderen Sachen mehr. Also, ja. Nee, es kommt runter. Ich sehe dich. Ja, ich sehe dich war richtig wild. Das war richtig fucking weird. Nee, auf jeden Fall haben dann gemeinsam drauf reagiert. Und es war auch so richtig weird, weil da gab es Stellen so von mir drin, da gab es Stellen von dir drin. Die hatten uns beide gelobt. Ey, das war richtig funny. Und wie ging es eigentlich dann weiter? Also nach der Reaction, was haben wir dann gemacht so? Boah, ich habe echt keine Ahnung so, was haben wir nachdem so gemacht, dass wir jetzt also, hier gelandet sind? Wir haben geschrieben. Ja, was haben wir dann gemacht? Also
haben Minecraft-Speedruns gemacht, die wir immer noch nicht beendet haben. Oh mein Gott, Digga, das haben wir noch gar nicht mal gemacht. Was für ein Modwechsel, wir haben ein Problem im Server. Wir haben am Februar angefangen, ja, in so ein Stream-Projekt zu machen mit Speedruns, mit eigenen Plugin. Und wir haben es immer noch nicht nach 5 Monaten, fast 6 Monaten, nicht geschafft, diesen Speedrun zu beenden, weil es einfach, es war einfach zu schwer. Machen wir es noch irgendwann mal noch, oder? Müssen wir eigentlich schon? Ja, eigentlich schon. Können wir vielleicht einen anderen Seed nehmen? Hallo, Hundi. Das ist aber nicht gut, dass Seed eigentlich ist. Es liegt einfach daran, dass so scheiße sind. Es ist eine Hogland State Besser Bastion. Geht's nicht. Ist ja gut. Wir müssen nur am Anfang halt Gold looten und halt, ne? Dann suchen einen anderen guten Speedruns. Ja. Aber das ist der Hundi. Und ich kann es gerade nicht zeigen, wir müssen den Laptop umlegen. Ey, der Hundi ist so süß und so groß. Nee, auf jeden Fall haben wir noch so ein paar Sachen dazu gemacht. Also wir haben das Gardeck vom Video aufgenommen. Da war ich ein paar Mal noch bei dir auch im Stream. Du bist gerade so voll konzentriert. Mein Kanal heißt TheNetox unterstrich. Hä, natürlich. Auf Twitch. Netox ist Müsli, guckt währenddessen Fußballspiel auf seinem Handy und macht nebenbei eine Podcast-Aufnahme. Er ist in der Multitasking. Ich bin auf Twitch und er auf YouTube. Doni. D-O-N-I-I. Peinlich. Oh Mann. Ey, nicht wundern, okay, das ohne Fußballanzeige. Nee, wir wollten sie unbedingt drin haben. Ja. Besser geht's nicht. Digga, dann mach das komplett Fußballszene rein. Das sehen die nicht. Ja, aber trotzdem, ja. Also, was ich eigentlich machen wollte. Ja. Was kommt jetzt? Handy aufladen. Ich probieren. Willst du Epocam machen? Ich probier's. Ah, okay. Ja, aber zwischen dem Podcast ist... ist auch... I don't know. Tor? Nein, wir sehen's ja. No way. Ja, warte, ist noch nicht aktualisiert, ja. Hallo, ist doch drin. Warte. Okay. Warum lag das so rum eigentlich? Warum ist es ein paar Sekunden hinterher? Siehst du es? Minus 50. Ah, tatsächlich. Oh. Österreich hat ein Tor geschossen. Warte, ich will es in der Wiederholung sehen. Junge, wir machen gerade einen Podcast. Wir machen gerade einen Podcast, Junge. Ich weiß, dass es eine Verzögerung ist. Ey, nee, Junge. Nein! Ich will nur kurz das Tor sehen. Ja, wie ging es durch den Kopf in den Tor? Oh mein Gott, ist das ein Eigentor gewesen? Digga, hör doch auf, Junge, den Stream und den Fußball zu zeigen. Nee, es war kein Eigentor, naja. Hör doch auf. Junge, ich will so einigermaßen professionell machen. Nee, ich will Fußball gucken. Ey, Digga, du bist so deppert, Junge. Ich weiß. So heißt der Podcast. Ja. Deswegen auch. Es wird geprüft, ob es ein Eigentor war. Lö. Interessant. Nein, es wird geprüft, ob das Tor zählt, du Idiot. Von wo du es wisst, ich kenne Fußball nicht aus. Die Spotify-Hörer hören jetzt, wie jemand eine Fußballwiederholung anschaut. Das stimmt, meine ich. Eigentlich. Ey, das ist so weird. Klappt das Ding jetzt, warte. Mach mal den hier, Epoch, ja. Nein. Ach so. Ja. Hä? Ah, Junge, du. Ja, scheiß drauf, Digga, komm. Mach dann mal. Mach Fußball-Reaction-Stream. Nee. Hey, darf man es eigentlich zeigen, rechtlich? Ich glaube nicht, deswegen. Trimax hat ja auch nur so eingeblendet. Ja, aber was machst du? Ich will Wiederholung vom Fußball sehen. Das kommt das Ding wieder rein, ja, vielen Dank. Er singt so raus. Aber. Ja, egal. Mach mal so. Ey, der frisst Müsli, schaut aber. Ach, Digga. Ey, wirklich der weirdeste Podcast, no way, den ich jemals aufnehme. Was? Zählt nicht? Mhm.
Oh mein, ja, okay, der steht im Abseits. Er steht im Abseits, ist so. Schade, aber ist so. Aber es wäre besser, wenn Italien rausfliegt. Alter, wie dunkel schon geworden ist. Ja. Ey Junge, das ist so weird, Mann. Das ist wirklich eines der chaotischsten Folgen, die ich jemals aufgenommen habe. 13? Hast du gerade gesagt, ich bin 13? Ich bin 15, er ist 16. Achso, Sandmann hat noch... Oder ist Sandmann schon zu Ende? Digga, Sandmann kommt um 20 Uhr, du Junge. Oh. Ah. Geht ins Bett, Bro. Ich bin 16. Bro, hau rein, ey. Ich muss ins Bett. Ich brauch meinen Schönheitsstamm. Tschüss. Also noch Schüsse mal mitnehmen, Digga. Ey, Junge, ey, das ist so eine weirde Folge, Digga. Das ist so eine weirde Folge. Leute, habt ihr Fragen an uns so? Was machst du? Warum nimmt ihr erst 9 Minuten auf? Ich hab's geschoppt mit aufgenommen. Ah. Willst du mal herkommen? Gute Idee. Sandmann kommt 19 Uhr. Oh, noch früher, scheiße. Schon 3 Stunden hinterher. Als ob Sandmann 19 Uhr kommt, hä? Müssten wir bei Sandmann pennen, hätten wir wenigstens eine Stunde noch streamen können. Oh, Junge. Nee, auf jeden Fall, ich hab echt keine Ahnung, warum wir uns treffen wollten, ne? Also warum... Warum nicht? Einfach so? Ich meine, meine Mutter erlaubt es mir eigentlich nicht, deswegen, also, das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwo hingefahren darf. 20 Uhr ist Tagesschau. 19 Uhr sagt man 20 Uhr Tagesschau. Digga, ich meine, jetzt ist so ein Kind so, Papa, kann ich um 19 Tage, kann ich 19 Uhr Sandmann anschauen und das Kind dann hockt noch eine Stunde später noch da, damit sie politische Neuigkeiten bei der Tagesschau anschauen kann, so ein 6-Jähriger. Ja, Junge. Ja, ey, wir haben gerade, sagen wir, 8 Zuschauer an sich. Ja. Wir hatten vorher mal 11. Wir hatten auf Twitch 6 und auf YouTube 5. Hab ich gar nicht auch gesehen. Ja. Donny ist einfach abgehauen. Hä? Du bist gerade unten. Ach so, ich war gerade so. Ja. Ah, ich kann nicht mehr runter. Ach, Junge. Ja, jetzt. Ey, es war heute so funny, ne? Tschüss. Wohin gehst du jetzt? Alles klar. Man sieht dich kaum, ne? Er rennt gerade im Garten rum mit seinem Hoodie. Buh. Das hat einfach 3 Sekunden gebraucht. Junge. Oh, geil. Du okay. So, buh. Und das erste so, pfiu. Ich lass es jetzt. Ach, geil, ja. Nee, auf jeden Fall, das war so funny, wie wir heute uns getroffen haben. Und zwar nicht nur, dass ich halt, erstens über meine allererste Reise alleine, zweitens meine allererste Zugreise und drittens, ja, allererste Mal. Du bist zum ersten Mal Zug gefahren? Alleine, ja. Ich bin auch generell letztes Mal Zug gefahren, glaube vor 5 Jahren oder sowas. Deswegen. Auf jeden Fall, treffen wir uns da. Ich denke mir so, okay, scheiße. Okay, der schon zuerst. Ich will so richtig Witziges machen. Ich renn aus dem Zug raus, ziehe meine gute alte bekannte Reaction-Cappy an. Donnys Mutter, darf Donny noch um 20:30 Uhr wach bleiben? Nein. Und mit meiner MLG-Brille und er trifft mich so im Bahnhof. Mit dieser Regenbogenmütze, dieser Propeller-Regenbogenmütze und dieser MLG-Brille. Ah, doch. Da, ja. Das sieht zwar aus wie von 1960, das Foto, aber ja. Oh ja, Junge. Schön vor, Junge. Du siehst ja deinen Opa. Schau, ich hab ein Bild von deinem Opa. Und einfach so ein Bild in Vintage, Digga. Ey, es war so funny. Es war so geil heute. Dann haben wir eine Pizza gefressen. Und dann sind wir rausgefahren. Also, er hat eine Pizza gefressen. Ich hab... Ey, ne, der Typ ist so weird. Wir fahren mit der S-Bahn ganz gechillt hierher. Was macht der an? Der macht Doggy an. Der macht Weihnachtsmusik an. Der macht Dream SMP Songs an. Aber fucking Weihnachtsmusik, Bro. Du bist entweder 6 Monate zu früh oder zu spät da. Der macht einfach Last Christmas an. Ich denke mir so. Ich bin ein Mensch. Man muss mich akzeptieren können. Weisheit mit Nevio. Ich bin ein Mensch. Okay. Ich hab grad so ADHS, ich will grad unbedingt hier rumrennen, irgendwie, ne? Mach doch, ich unterhalte ein bisschen im Stream. Perfekt. Aber schau, dass du nimm Taschenlampe mit, dass du nicht auf die Fresse fliegst. Content. Warte, hier sind diese komischen Dinger, ne? Diese Brenndinger. Aber du kannst, wenn du nicht hinfällst, dann kannst du ganz normal laufen. Es geht nicht durch die Schuhe durch.
Es sind keine Brenndinger, die stechen nur. Was ist der Unterschied? Was ein Mensch? Ich hab gedacht, ein Mann. Was? Warte, wo sind die Dinger eigentlich? Hä? Wo sind die Dinger eigentlich? Ah, hier sind Grillen. Warte mal. Yay! I'm Spider-Man. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. An die Spotify oder generell an die Zuschauer, die gerade über an die Zuschauer, die gerade übers Hören zu, also die nur zuhören. Herr Jan rennt gerade mit seiner Taschenlampe durch den Garten, er tanzt rum. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe Angst vor ihm. Ich hätte gerade so Bock in den Bach reinzuspringen, wäre es viel wärmer. Ich sag's wie es ist, Österreich bumst Italien ein bisschen. Wieso? Hat, kein Tor. Ding ins Adel gerade geschrieben. Nee, das sieht schon nicht aus, ich versuch's beim Tor. Digga. 73 Minuten 0-0, ich find's richtig geil. Du machst jetzt nicht Fußball an, Junge. Ey, it's real, da gehört auch. Nein! Okay, sorry. Warum machst du Minecraft? Warum Minecraft? Ey, da. Minecraft einfach an. Junge. Ey, ich sag's dir, der Stream überlebt es nicht, wenn noch bevor noch geclaimt, Alter. Oh, Junge. Ah, ich schau mal, ob auf Instagram uns Fragen gestellt wurden. Safe nicht. Wenn nicht, dann. Oder stell mir ein paar Fragen, keine Ahnung. Was wollt ihr wissen? Warum wir so dumm sind und uns mitten um 22.30 Uhr jetzt beschlossen, einen Podcast aufzunehmen? I don't know. Ich habe echt gerade Urlaubsweiß. So, zwei Fragen, okay. Also, erste Frage. Darf Max ich mitmachen? Um was geht's? Wer hat's geschrieben? Jemand. Kennst du nicht, kennt ihr alle nicht, kenn nur ich. Also, nein. Kannst halt nicht mitmachen, weil wir sind dumm, wie Simon gerade gesagt hat. Und nein, es war eine Frage, keine Behauptung. Aber ich bestätige die Frage, ja, wir sind dumm. Ey, warum ihr dumm seid? Keine Ahnung, sind hingefallen. Und die andere Frage ist, wo hast du deine AirPods verloren und wie kam es dazu? Oh, da gab es auch noch so eine Story dazu, ne? Dass du irgendwie deine. Psch. Hast du die wieder? Nein. Warum sagst du psch? Wenn ich erzählen will. Okay. An die Zuhörer dieses Podcasts, ich wünsche euch eine angenehme Fahrt mit der Deutschen Bahn. Ich bin Netax, ihr Kapitän. Und mein Co-Pilot Jan würde. Niemand hat bei der Deutschen Bahn Kapitän und einen Co-Piloten. Psch! Digga! Auf was für in der Mitte der Postkarte, schau mal, was ich Insta-Antworten bekomme. Okay, ich erzähl die Story. Warte mal, ich sag der Person noch kurz, dass ich die Story jetzt erzähle. Ja, Junge, ey. Leute, schreib mal ein paar Fragen. Erstmal Ultra, das sind normale Fragen. Oh, Digga. Ich finde meine Frisur eigentlich. Ich meine. Ich muss sie komplett abschneiden, aber hat sich gelohnt. Übrigens, Leute, bezüglich meiner Cam. Oh fuck, hab ich noch gar nicht gesagt, ne? Scheiße. Hm? Ich habe mir eine Kamera bestellt. Es wird demnächst Kamerasachen geben. Oh, ich Digga, geleakt. Oh, scheiße, Junge. Ja, okay, ist raus. Ich hab mir eine Kamera geholt für YouTube-Videos und sowas. Aber die ist jetzt gerade bei Reparatur wieder, weil. Frisch gekauft direkt in der Reparatur. Richtig geil. Wie geht's euch? Es haben schon viele Leute gefragt. Was ist mit ModMix? Wie gesagt, das Server ist down. Wir arbeiten gerade daran, also. Eigentlich, ich arbeite daran, egal. Ich arbeite daran gerade, dass wir den Server auf einen anderen Server umleiten. Und wir müssen mal links von vorne anfangen. Ich kann nicht mitmachen. Ah, stimmt. Hä, echt nicht mit dem Laptop? Was für eine Kamera? Eine Canon EOS M6 Mark II. Mit dem Kit-Objektiv. Also, ich habe eine Canon EOS 600D. 900D. Nee, 600D, ja. Nee, ich habe eine 600D. Wir müssen mal links von vorne anfangen. Also. Crank und ich sind wahrscheinlich jetzt sehr angepisst, ja, weil oh, wir hatten so viel. Wir haben gerade den ganzen Tag da ein Ding gestreamt, bis das Ding ausging. Wir haben von 18 Uhr bis 1 Uhr morgens gestreamt da. Ich kann dir sagen. Wir waren schon im Nether, wir hatten schon noch Digga. Würdet ihr in der Lage sein, vielleicht lasst es sein, denn ich will Fußball schauen. So, was Nito, für dich ist der heutige Abend zu Ende. Was ist das ich, für eine Frage? Digga, jetzt bin ich im Fußball-Tab drin, warte. Warte, sehen die Let's? Ja. Ja, dann sehen die Taskleise, ist okay. Also Nitos, für dich ist der heutige Abend zu Ende. Du bekommst einen
Time. Ach scheiße, ist auf deinem Kanal. Kann ich nicht machen. Yay. Abseits? Junge. Abseits? Es ist ein Tor? Ne. Okay. Vor der Kameramann wird fett mit dem Kopf getroffen. So, da gehen wir wieder zurück. Nito, für dich ist der Abend doch nicht vorbei. Du kannst gerne am Stream weiter teilnehmen. Ich kann dich nicht timeouten. Gute Nacht, Nito. Perfekt, warte. Nein, du timeoutest den... Nein, mach nicht. Auf. Ich könnte es machen. Mir egal. Ich will keinen Zuschauer verlieren. Ey, ist auf meinem Kanal, also passt das schon. Juhu. Nee, Nito will zu schlafen gehen. Oh, Junge. Ey, das ist so geil, Alter. Ich find das so geil hier, Real Talk. Hat so ein bisschen Dings-Vibes, ne? So. Horrorfilm? Boah! Du hast dich gar nicht erschrocken, oder? Nein. Ich wollte eigentlich sagen Urlaubs-Vibes, aber alles klar. Können wir mit den Zuschauern eigentlich da hingehen? Zum Bach oder einfach aus Joke aus dem Bach kurz streamen? Also, wir hocken uns vorm Bach hin und streamen kurz, aber ich glaube, wir mag nicht gehen, ne? Du kannst über dein Handy schlecht mit Breathstream streamen. Wir können den ganzen Laptop mitnehmen. Wie willst du es mit dem WLAN machen? Hey, pack doch, oder? Das WLAN geht bis zum Gewächshaus, danach geht's nicht mehr. Bei mein WLAN geht. Mein WLAN geht. Digga, mein WLAN. Ich schick einfach ein Ausdrucksklappfeld. Ja. Digga, mein WLAN ist zu Hause und ich kann's vom anderen von der anderen Straßenseite drei Häuser weit noch nützen. Warte mal. Ey. Ja? Ich sehe Fußball. Live! Ich habe alles erreicht. So. Leidiger Junge. Ey, das ist wirklich eins der weirdesten und ich glaube auch sagen auch ein bisschen langweiligen Folgen, weil wir für die ganze Zeit stumm sind, einfach irgendeinen so random Scheiß machen, weil du unbedingt fucking Fußball schauen willst, Digga. Und Cornflakes frisst. Und am Handy bist. Ja? Fahrt ihr heißt das. Immer mal Ferien irgendwo hin. Ich fahre, wenn Corona so lässt, Mitte August für 10 Tage nach Kroatien, während der Kollege um die Zeit schön zur Schule gehen muss. Ja. Ah, Junge. ich bin kein Fan. Fuck, die Person, mit der ich gerade schreibe, hat einfach Twitch auf dem Handy gelöscht. Das ist unmenschlich. Anyways, ich bin hier gerade schon im Urlaub bei meiner Mutter. Ja. Und sonst, ich fahre noch in die Schweiz für eine Woche, aber sonst auch nicht. Ich hab echt ein bisschen Schiss, Digga, dass wir in Delta-Variante, wenn man sagt, die wird kommen und es wird eine fette Welle geben, die Frage ist nur wann. Es könnte Juli sein, es könnte September sein. Also man sagt. Simon, danke dir. Donny, Fußball ist unser Leben. Ja gut, anstatt jetzt weiter dumme Aussagen zu schreiben, gehe ich jetzt tschö. Ja, okay, ciao und du. Also deswegen ja, ich hoffe, während wir Urlaub machen, dass es nicht an die Delta-Variante alles am Arsch macht, Digga. Am Arsch macht? Ja, weil ansonsten müssen wir dann, dann wieder Sperrgebiet und dann müssen wir wieder Probleme rausfahren, muss einen PCR-Test machen. Lalala, nein. Quarantäne. Nein, Nitov, du bleibst hier. Du bleibst hier. Wenn du jetzt weggehst, dann werde ich aber sauer. Alles klar. Ich brauche die Klicks. Warum hast du auf deinem Ding überall Shut up, Digga? Hä? Als Background auf deinen WhatsApp-Nachrichten. Ach, das ist ein langes. Perfekt, ja. Ey, Junge, das ist so der weirdeste Podcast ever. Draußen, mit jemandem, den ich online kennengelernt habe, währenddessen wir Fußball schauen. Was für eine Musik eigentlich? Österreich, oh Österreich, ihr seid viel schlechter die als ja. Die Schweiz, was? Ich hab gedacht, du singst gerade die Nationalhymne von Österreich. Ich glaub... Ich hab vorhin die Nationalhymne bashen, die war Schweiz. Nicht Schweiz basht Österreich. Ihr seid viel schlechter als die Schweiz. Ah. Spielt Schweiz Fußball? Bro, ich kenne mich da nicht aus. Digga. Ja? Die sind im Achtelfinale gegen Frankreich. Wir hatten Schweiz bei uns? Warte, ist Deutschland eigentlich weitergekommen oder nicht? Ich würde sagen, an der Stelle beenden wir den Stream und ich bin ihm erstmal fett verprügelt. Spaß werde ich nicht, bitte Twitch, bannt mich nicht. Hey, ist Deutschland weiter oder ne? Ja, natürlich. Auch im Achtelfinale. 2-2 gegen Ungarn. Digga, ich hab da so ein wildes Video. Gegen wen spielen die? Ich muss das euch zeigen. Also gegen wen spielen die nächste Runde? Gegen England? Ja. Wann? Dienstag. Und danach? Kurze Story dazu. Ich hab random angefangen,
random angefangen, ich war bei einem Freund, wir haben Fußball geschaut, ich habe random angefangen aufzunehmen. Und beim Torschuss von Goretzka hat es gelaggt. Aber... Ja, komm, mach mein rein. Mein rein! Komm! Nein, oh mein ich Gott, wirklich kurz vorm Tor, das ist relaxed, ist einfach. Ich nein, war ich so wütend, wie Ungarn gegen das schon gespielt hat. Komm. Ja, komm, mach mein rein. Mein rein! Komm! Nein, Alter, das ist. Ach du Kacke. Digga, aber die Reaktion war am geilsten, Alter. Ach du Kacke, ey. Ja. Ach, schau mal, da Maria ist wieder da. Stream ohne Chat ist scheiße. Stream ohne Chat ist scheiße. Was? Ja. Ich hab grad mit ihr geschrieben, sie war die, die Twitch auf dem Handy gelöscht hat. Mhm. Die hat so viele Sterne. Die sind 2 Sterne am Himmel. Was ist das für Sterne? Ey, 1 ist mehr als 2 und Fußball 2 ist mehr. Ist wahre Liebe, Dinger, Simon, du sagst. Habt ihr Schoki? Ey, du bist ein Lauch, du könntest Schoki auch vertragen. Da schaut mich so an, Digga, und denkt so... Du und Schoki, du platzt gleich, du Fettsack. Guck auch gerade, ja, natürlich, jeder guckt Fußball, ich meine. Kurz zum Thema ablenken. Oh, das ist laut. Normally, wenn Ken... Ey, Junge, hör doch auf, Digga. Die ganze Zeit ist 10 zu Angst? Hast du Angst, dass du einen Track kriegst? Ja. Außer Doni, ja, jeder schaut Fußball außer Doni. Hast du jetzt Schoki? Jetzt haben wir noch ein Müsli, tschüss. Der ist so gut, da klappt der Schoki. Ich hole jetzt nicht. Ich will Schoki. Digga. Ich liebe es. Aber selber spielen ist auch nice. Guck auch noch selten Fußball. Ja, ich check Fußball nicht, weißt du, ist im Grunde alle 2 Jahre dasselbe. Mal WM, mal EM. Mal EM, mal WM, mal EM, mal WM. Dann feiert man oder feiert man, dass Deutschland weiterkommt oder verkackt man. Und in 2 Jahren, wir haben wieder denselben Schreck, wieder denselben Hype. Immer dasselbe, deswegen. Deswegen mich Fußball nicht, weil im Grunde ist immer jedes Mal dasselbe. Oh nein, Deutschland verloren. In 2 Jahren wieder spielen wieder weiter dasselbe Hype. Yay, yeah, Deutschland gewonnen. 2 Jahre später niemand juckt das ja. Was ist mit dir? Keine Ahnung. Ich hab keinen Schuhe. Oh nein. Oh, Digga. Hat man ja gerade die Tür zugemacht. Echt? Echt? Aber Sepp... Hast du dich erschrocken? Digga, du erschrickst dich nicht, wenn ich... Also ganz kurz, ich muss ja echt mal... Ich hab eine dumme Schwester, aber keine Ahnung, Hunde. Hallo! Spaßfilme. Das ist der beste Kanal der Welt. Ey, das hat doch mal YouTube-Kack mit mich gemacht, ne? Richtig Maria, geil. Du bist immer neben... Was hast du gemacht? Hast du gerade den Chat gecrashed? Oh, ach, jetzt geht's. Ich will Schoki. Ich will Schoki. Ich auch. Also, wenn das so ist... Hi, ja, hi. Hi. Digga, der Hund kratzt mir so... Was hast du da? Nix. Ich hab keine Schoki, wirklich nicht. Geh weg, okay, Digga. Das sah gerade weird aus. Das ist weird. What are you doing, Step, Mann, Bro? Ich will Chips, meine sind leer. Warte, hol meinen Hundi kurz raus. Nee, den muss ich gerade streicheln. Den muss ich gerade streicheln. Der. Ich finde das so geil, wir nehmen es gerade einfach. Wie offensichtlich willst du es noch machen? Was denn? Wir nehmen das gerade einfach alles in einem fucking Zelt auf. Also... Erschreck mich doch nicht, ey, mit deiner nassen Maul. Mit deiner nassen Maul. Digga, täuscht es mir auch unblick. Ich will mich gerade so festhalten, ich bin auf ihre Schnauze dran. Netox, hast du Schoki? Nein, ich hab gar nicht Schoki. Hast du Schoki, Netox? Warte, kann man schon kippen? Nein. Digga, geh weg von mir. Setz dich dahin. Leute, das sieht falsch aus, okay? Jetzt nicht wundern, okay? Ich pack ihn gerade nicht an den Schritt. Ich will nur Schoki. Gib mir Schoki. Junge, ich hab keine Schoki. Ich hab keine Schoki. Ich kitzel ihn einfach nicht. Junge, geh zu Maria, sie hat Pistazien. Wer hat Pistazien? Maria, geh dahin. Hopp, geh.
an die Podcast-Zuschauer. Jan, versuch gerade meine... Wer ist Maria? Achso, ich hab Pistazien. Hast doch geröstet und gesalzt, nur die ist am geilsten. An die Podcast-Zuschauer. Jan versucht mir gerade Schoki abzunehmen, die ich gar nicht habe. Was hast du denn da hier? Ich hab deine Mom, geh weg. Die ist so 1,50 Meter, aber ist sie so klein. Schokolade? Ich will Schokolade. Das würde jetzt ein Meme. Ja. Die Frage, welche Stelle ist denn alles mit dem Potenzial? Freunde, ganz kurz. Kurze Frage. Glaubt ihr, ich hab da Schoki? Eine Frage. Ja oder nein? Wie viel wiegst du? 55 Kilo. Was? Ja. Ich wiege 69. Komm, ich trage dich jetzt weg, Digga. Nein. Nein. Ich kann meine Mutter wieder wegtragen. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Nein, ich lass mich in Ruhe. Hey, wait, du bist 1,80 Meter groß und wiegst 55? Digga, Simon wiegt 41. Meine Mutter ist 1,55 Meter und wiegt 50. What the fuck? Ist dir kalt? Nee, ich hab grad. Komm her. Komm her. Gib mir deine Schoki. Geh weg. Ich hab keine Schoki. Oh, your dick. Give me your dick. Digga. Ich habe keine Schoki. Warum wollt ihr alle Schoki von mir, die ich nicht habe? Setz dich jetzt. Was raschelt denn bei dir denn da? Digga, das ist eine Plastiktüte. Zeig. Nein. Zeig. Geh weg, setz dich da hin. Setz dich hin. Zeig mir Schoki. Geh Hundeplatz. Okay. Junge, ich glaube, die Podcast-Zuschauer sind so verstört von uns. Ist Mike noch da? Ja, ist Mike lebt noch. Du hast mich voll. Was passiert? Habe ich in die Klöten getroffen. Ich habe gerade einfach ganz, ganz schnell die einfach reingeschlagen. Eigentlich wollte ich es packen. Nein, das klingt falsch. You banned from Twitch. Am Ende wird der Podcast doch geil. Ich bin 1,70 und 60 Kilo. Leute. Was ist das da für Hartes, Digga? Nein. Ey, Retour. Das ist Schoki. Ja, ich dachte, ich bin so richtig fette, harte Schokolade, Digga. Ah, ich passe da rein, Digga. Hat richtig wehgetan. Oh. Clip, Leute, Clip. Donny fragt nie, warum ist es das so? Die Podcast-Zuschauer so leid. Leute, es tut mir leid, an euer Kopfkino. Ich hab mir so Kopfkino gerade. Voll geil. Ich wusste so, Schoki, Digga. Leute, hier, gönnt euch, bedient euch. Eine Schleichwerbung! Idiot. Die schmeckt scheiße. Jetzt ist es keine Schleichwerbung mehr. Gönnt euch. Schmeckt echt geil. Mhm. Die ist von Lidl. Okay. Oh, tatsächlich. Noch eine Minute. Und wir haben immer noch 0-0. Was bedeutet das? Wie geht das Spiel aus? Wir machen Verlängerung. Richtig. Oder nach Elfmeter. Mhm. Danach gibt's Arschbeutel. Danke, schmeckt wie Hundekot. Ey. Detox, Digga, was machst du? Digga. Rip Detox Nase. Hä? Warum ist das eigentlich da? Was? Warum ist das kein Vollbild? Das? Ist da unten. Ist doch geil, haben wir ein bisschen einen Fußballrand, ist doch okay. Für Ed Spaßfilme. Warum steht da Ed Spaßfilme? Ich muss pissen. Irgendwie. Ich hab grad diese Reaction, ich hab dieses. Sie haben einfach so 3 Sekunden Schwert. Chat, wir müssen ihn jetzt erschrecken. An die Zuhörer. Ich versuche ihn jetzt zu erschrecken. Das Muffinpapier. Nein. Muffinpapier. Tut er nicht. Der sucht da drin Essen.
Wir werden ihn jetzt erschrecken. Ich weiß noch nicht wie, aber. Ja. Und was ist das? Sag ich doch, Muffinpapier. What are you eating Muffinpapier? Das schaut nicht so aus. Ich hab Muffinpapier gegessen. Komm. Nein, komm auch. Hopp, komm her. Komm her. Ich nix lasse auf hier. Komm her. Bin weg da. Komm her. Komm. Komm, hopp. Meine. Ja. Komm, komm her. Hier. Hier. Komm her. Hier. Hier, komm. Ja, komm. Meine. Hier. Komm her. Komm her. Komm, hopp, hopp. Hm? Komm, hopp. Ja, man sieht's nicht. Egal. Ach so. Okay, das backt rum. Das backt tatsächlich rum. Ich hab eine Idee, was wir jetzt machen. Oh mein Gott, ich Rickroll, Jan. Ich gebe jetzt auf mein Handy eine TTS-Nachricht ein. Never gonna give you up, never gonna let you down, bla bla bla. Und dann sende ich die, wenn er wieder da ist. Zack. TTS hier. Ey, der Hund ist so fucking niedlich. Hier ist noch für dich. Wie viel hast du gefressen? Wir haben jetzt genau gleich viel. Da ist nicht so viel drin. Ich hab... 2,5, ich zweieinhalb. Auch. Oh. Was heißt dieses plus 5 eigentlich? 5 Minuten Nachspielzeit. Und danach? Das ist Verlängerung. Und danach? Gibt's Elfmeterschießen. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie and hurt you. Ich sag so dim, dim, dim. Hey, der Hund ist so cool, ich muss es kurz zeigen. Look at this doggo. Perfekt, Digga, dick. Du hast unsere komplette Kameraperspektive zerstört. Jan, ja, du musst Ronja bin antworten. Ich bin da. Hallo, Ronja. Antworte Ronja. Ich bin da. Ey, der Hund ist so fucking cute. Auch wenn er bis aussieht wie ein Wolf. Wir haben noch 8 Minuten. Wir haben noch 8 Minuten in die schaut uns so an, Digga. Die so, hi. Ey, richtig geil. Einmal kurz, keine Ahnung. Ey, mal kurz Thunder aufnehmen. Und noch ein Zeit ist für YouTube so. Keine Ahnung, einfach so, hey. Perfekt. Hallo, Hundi. Hallo. Hi. Freunde, schreibt irgendwas und ich mache eine TTS-Nachricht drauf. Hä? Ey, die Cam geht doch... Hä? Nee. Ach so, Spiel ist aus, Nachspielzeit. Ja, das können wir so lassen. Ja, mach's aus. Ich habe wieder Zeit meines Lebens verschwendet, wie immer. Geil. Können wir sagen, Leute, das war's mit der Folge der Bad Comedy Special. Ich habe mal wieder Zeit meines Lebens verschwendet, wie immer XD. Echt? Ich habe gesagt, ich mache eine TTS-Nachricht raus. Auf jeden Fall, also, Leute, morgen. Ja, Ronja, ich höre dich. Nein, ich höre dich nicht, aber. Ne? Ich höre dich. Leute, das war's. Nein, schreib's jetzt nicht rein. Ne, ich, Mann, was? Na, Junge. Also, Leute, das war's von der Folge. Morgen nehmen wir nochmal eine Folge auf. Mit Jonas. Um 14 Uhr ungefähr. Simon stinkt. Junge. Also, Leute, morgen nehmen wir nochmal eine Folge auf mit. morgen nehmen wir eine Folge auf nochmal mit Nedox und mit Jonas. Also, ne? Jonas kennt man aus dem Podcast. Ich finde es eigentlich so krass, ne? Ich kenne dich eigentlich von YouTube-Videos und plötzlich hockst du einfach hier neben mir, Digga. Das ist wirklich... Und jetzt genauso hässlich aus.
Ah, scheiße, ich bin's. Ich hab kein TTS gemacht. Anzeige ist raus. Ah, egal. Ja, gerne. Haut rein. Nein, wir machen jetzt noch ein richtig cooles Abspann. Ein richtig cooles Abspann. Was ist machen? Wir dancen noch eine Runde. Okay, let's go. Aber an die Spoiler-Verhörer sind wir schon werden. Ein Walzer machen. Ja, komm, das Walzer machen. Nein, das machen doch, wir nicht. Doch, das machen wir. Digga, was sollen die... Und wie ist das denn gesagt? Wie geht der Song? Warte mal. Du weißt, dass ich keinen Walzer tanzen kann, ne? Ich kann auch nicht. Ich kann einigermaßen. Also ich kann. Nein, ich kann einfach nur die normalen Bewegungen. Kriegen wir dafür Copyright? Ich hoffe nicht. Rein da. Folgen Sie uns, Ausrufezeichen. Komm, es kommt. Nein, warte, das können wir nicht machen. Da hat er an der schönen blauen Donau, das ist ziemlich sicher. Sicher? An der blauen Donau? Ich wohne in der Donau. Die fällt jetzt ganz, ganz wild. Ja. Wir sind gleich fertig. Wir möchten aus Abschluss aus Langeweile Walzer tanzen. Ja, wir machen ein bisschen lang. Ey, wir sind so dumm, Digga. Komm, let's go. Mach besser. Ja. Let's go. Was können wir nicht machen? Digga, du musst so an mein. Ich bin Mann, du bist Frau. Also machen wir so. Machen wir so. Ich muss hier auf meine Schulter. Ich muss dann dem Arm auf meine Schulter. So? Ja. Komm, jetzt dreh ich unten durch. Ja, ich muss wieder zurückdrehen. Leute, ich muss sagen, damit ist der Abschnitt das epische Ende. Ihr müsst unbedingt das auf YouTube anschauen. Unbedingt, ja. Also, Alter. Freunde. Einmal noch. Das war's. Ich glaube, das war mal. Morgen 14 Uhr, neue Folge vom Podcast. Unbedingt verpassen. Nicht unbedingt verpassen, wollte ich gerade sagen. Mit Nevio und Jonas. Schaut vorbei. Junge Ronja, ich finde es gut, dass du lachst. Ne? Empfehlung der Woche. Was würde ich empfehlen? Ich habe Lupin Staffel 2 angeschaut. Echt, echt geile Serie. Meine Empfehlung der Woche. Was ich empfehlen kann, ist The Netox auf YouTube. Also. Bam, ich habe ein Motto geslappt. Also, Lupin Staffel 2 auf Netflix und Nevio anschauen. Ja, auf YouTube. Auf YouTube, ja. Und folgt mir auf YouTube. Und mach eine Rezension auf Apple Podcasts und folgt uns auf Spotify. Und folgt uns auf Spotify. Folgt uns auf Spotify. Also an die Spotify, also an die Zuhörer. Simon, ja, Fußball ist toll. An die Zuhörer. Tut mir leid, dass diese Folge der Berlin Comedy ein wenig chaotisch war, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend und dann würde ich sagen. Lass mal noch raiden, oder? Können wir machen. Mit fünf Leuten. Wenn überhaupt noch jemand live ist, kann er raiden. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna try. Warte, ich mach mal einen Kumpels online. Nein. Leute, Vorschläge. Mann, ich hab einen Vorschlag. Ja? So, den hier. Rein. Okay, ich weiß noch nicht, wer das ist, wie Reynolds, aber zu Le Grüno. Rein da. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, Leute. Haut rein und wir raiden. Also, wir. Yeah. Warte, der Raid muss jetzt noch laden. Mein Bro. Never gonna give you up, never gonna let you down. Man kann schon mal beenden, eigentlich, ja, ne? Hä? Kannst du irgendwie schon mal beenden? Ja. Freunde, haut rein. Nur zwei Zuschauer? Nur noch zwei? Anyways, hau rein, Leute. Tschüss!